Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Na super, das kann interessant werden. Gefängnisbefreiungsaktion hier. Reite zum Saloon in Valentine. Zum Saloon, da kennen wir uns aus. Ich habe hier ein DJ-Setup da, können wir ein bisschen spielen. I rode as fast as I could, didn't stop for nothing. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half-soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mike. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Oh Mann, der Micah, einer von unserer Bande, steckt also in Schwierigkeiten, ihr habt es ja gerade gesehen. Und wo wir bei Instrumenten sind, in Saloons, die haben ja auch diese coolen Pianos, die kennt ihr vielleicht, die mit so Lochdingern da, Lochpapier dann gesteuert werden und so vorgespielte Sachen hatten. Das finde ich auch super. Ich spiele ja selber ein bisschen Klavier, habe früher Klavierunterricht gehabt, bin nicht mehr so der Renner, aber ein bisschen produzieren reicht's ja. Und da gibt es natürlich andere, die können es richtig, haben es richtig drauf. Gitarre spiele ich ja auch schon lange. Ja, Gitarre mag ich auch voll gerne. Ist weniger geworden. Wesentlich weniger leider. Früher habe ich super viel Gitarre gespielt. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare unter dem Video schreiben, was ihr für Instrumente spielt. Vielleicht spielt ihr auch, wo wir gerade hier beim Thema Musik waren, im Saloon und so. Im Chat haben sie dann darüber geredet, hier über die Partys, die wir auch veranstalten. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Party machen. Oh ja, von den Gitarren gibt es ja diverse Sachen. Wir haben ja damals super viel gespielt, auch bei den ganzen Shows und so weiter. Immer zwischendurch die Gitarre ausgepackt. Good evening, sir. Sehr schön. Okay, wo ist unser Freund?
Scheiß drauf. Gehen wir zum Tresen. Ist gut was los in dem Laden. Und da ist noch ein echter Klavierspieler am Start hier. Hey, Hallöchen. Good evening. Evening, Mister. Evening, Mister. Hello, ma'am. Think this a fine evening. Das ist immer unfreundlich hier. Hey, Mister. Na, wir sind erstmal freundlich. Wir verärgern. Wir haben ja noch nie jemanden wirklich verärgert bisher, ne? Nein, immer erst. Ich probiere aber, weil alles hat ja auch echt Auswirkungen. Tu mal einen Drink rüber. Just one or two. Right off? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullard. My lord. You men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being... Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just... trying to be friendly. Kein Stress jetzt hier. Wir haben eine Mission. Wir haben Micah aus dem Knast holen, wir zwei. Oh. That's a great party. Wir haben Spaß, die Jungs. Lenny, where are you? Jetzt ist der Junge schon wieder weg, oder was? Wir sind voll Hacke. Ja, ich habe richtige Gehschwierigkeiten hier. Camp, find my friend. You know where he went? No idea. Hey, Lenny! Ich weiß der, wo er ist. Hey, you see my friend anywhere? I can't say, I'm afraid. I can't say, I'm afraid. Have you seen my friend? Ah, die Mädels, die saufen eher selten. Scheiße, Mann, wo ist der? Ist der da oben? You know which way my friend went? I don't even know. Oh, Entschuldigung, Mann. Lenny, wo bist du? Lenny? Wer hast du denn gesehen? Da will ich mit mir reden. Hier nach oben ist er nicht gegangen, scheinbar. Ach du Scheiße, wie dicht wir sind. Verdammt, wo ist er hin? Ist er draußen? Nee, ist er auch nicht. Wäre auf die Toilette oder so. Wenn es hier überhaupt sowas gab. Raus. Ne, hier ist er nicht. Verdammt, wo ist der Lenny? Kann doch nicht wahr sein. Machen wir den Barkeeper, vielleicht hat der den gesehen. Aber keiner kann uns weiterhelfen mehr. Muss doch irgendwo, der muss doch irgendwo sein. Will sie die Haare schneiden lassen? Verstehe ich nicht. Wo ist der hin? Er muss ja oben sein.
Aua. Oh, war ein Blackout, bis wir nach oben gegangen sind. Interessant. Da vorne. What are you doing, kid? Hello, officer. You know what? I don't know. Ah, I can say. Okay, ich verstehe. Why did you never marry? Nein! Der hat ja ständig Blackouts. Da ist er! Leave the kid alone, you goddamn animals! Who do you think you're talking to? Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister! Yeah, shut your mouth, mister. So geil, ey. Yeah, Leute. Richtig geil gemacht. Eine der besten Missionen, ey. Sowas feiere ich immer hart ab. Okay. Wo ist denn dein Schniedel? Er hat keinen. Jetzt wissen wir's. Arthur hat keinen Schniedel. Oh Gott. Junge, Junge. Und schon wieder müssen wir ihn finden. Wir können nicht die Kameraperspektive wechseln, by the way. Ich kann das nur in der Ego-Shooter-Perspektive. Oh, guck mal! Das ist gar nicht, das ist ja gar nicht. Lenny! Das könnte auch Lenny sein. Lenny! Lenny! I'm Clyde. You got the wrong fella. Lenny! Damn it, Lenny! Stop thumping off on me! I've been looking all over for you, Lenny. Hello, Lenny. What? I'm Lenny. Arthur, what are you doing? Oh, noch eine. Komm wieder zu dir, Junge. Ohrfeigen-Battle. You're a good friend to me, Arthur. Bester Abend. Cheers. Cheers. Not you again? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ey, wir können das doch nicht bringen, oder? Na gut. Ne, wir können den nicht ertrinken. Alter, das kann doch nicht sein. Aua. Was zur Hölle ist hier los? Wir haben den beinahe ersoffen, den Typen. Das Geist ist gerade nicht mehr betrunken, das ist Level Limit. Jetzt weiß ich, warum Alkohol auf Platz 3 der härtesten Drogen steht. Ich bin so begeistert. Wow, Leute, ich spiele ihn. Oh Gott, das schaffen wir nicht. I'm an American. You alive? Arthur. You alive, Arthur? Zum Glück haben wir den nicht ertränkt, den Typen. What did we do?
I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. Oh. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money, it's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see either of you around here no more. So, that was a quiet drink? First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Ei. Was für eine geile Nummer. Ja, das war ja richtig spaßig, die Mission. Ja, so richtig geil. Komm, setz dich nochmal hin. Einmal kurz ein bisschen. Guck mal, mit dem Herstellungsmenü. Für den Kaffee haben wir nicht, leider. Wir können noch nichts aufbrühen, wir können gar nichts machen hier. Arzneien? Waffen? Haben wir Antikatermittel? Starke Pferdestimulanz vielleicht. Ja, gut. Starker Magenbitter. Wir können eh nichts herstellen. Oh, die Ausdauer ist im Arsch. Warte mal. Könnt ihr uns mal... bisschen Kleinwildfleisch, komm. Zack. Geht's ihm doch schon besser. Aspirin. Hast du noch nicht im Whisky dabei, Walle? Ja, direkt weiter trinken, ne? Soll ja helfen angeblich. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Wo wir aufs Pferdchen steigen, gucken wir erstmal, werfen wir einen Blick hier wieder auf unsere wunderschöne Mabity Map Map. Und hier ist Mika Bell. Okay, und wir wollen ihn aus dem Gefängnis in Strawberry holen. Das kann ja was werden. So gut, wie wir uns fühlen. Moment, ich wollte ja gar nicht, wollte hier ins Inventar. Eine Sekunde. Hallo? So, einmal zur Tasche bitte. Und da nehmen wir nochmal was mit. Komm, damit es ihm besonders gut geht. Fettes Vogelfleisch, müssen wir noch durchkochen. Müssen wir nochmal zubereiten. Nehmen wir noch ein bisschen hiervon. Komm jetzt, geht's dir gut. Geht's ihm richtig gut hier, komm. Und weiter geht die Reise. Vermisst du etwas? Gute Frage. Ich glaube, wir haben noch alles am Start. Hoppa, aber gute Frage, mein Lieber. Hier gerade im Live-Chat. Die Leute haben auch viel gelacht im Live-Chat. Ich hab's gesehen, sehr lustig. Also wirklich eine geniale Mission. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Mission haltet. Spaß im Saloon. Vom Feinsten. Kleiner Tipp, es macht Peng. Oh, ist meine Knarre weg? Sag bloß. Nee, wir haben ein... Also die haben wir noch, ne? Aber vielleicht bei unserem Pferd. Jetzt sag mir bloß nicht, wir sind hier ausgeraubt worden. Nee, das sieht alles gut aus. Wir haben eigentlich noch alles am Start, oder? Ich glaube, wir sind safe. Yep. Der Hut ist weg. Da können wir mal einen neuen kaufen im Valentine. Oder wir machen das in Strawberry. Stimmt, das Holster ist leer. Da will ich mal gerade was checken. Da hast du absolut recht. Mal kurz was checken. Aber wenn ich jetzt hier, kann ich die trotzdem in die Hand nehmen. Yeah. Komischerweise. So. Jetzt nicht verreiten. Wir wollen ihn aus dem Gefängnis befreien. Aber wir können ihn ja in Strawberry kaufen, neuen Hut. Alter, ernsthaft? Jetzt gehört so ein Wiederärger, yeah, oder was?
Gut, pass auf, hier dieser Baum, ne? Der sieht mir in einer guten Deckung aus für diese Aktion. Und weißt du was? Ich hätte irgendwie was dagegen, wenn die O'Driscolls hier... Ich hab da irgendwie was gegen. Ich kann halt nicht... Oh, jetzt habe ich mich verklickt, sorry. Nehmen wir den mal. Eine Langwaffe wäre besser eigentlich, ne? Die Doppelläufige ist ja eher auf Nähe gut, ne? Wenn ich das richtig sehe. Komm, ich nehme lieber die Langwaffe mit. Ich bezahle gar keine Pferdemaut. Oh, hier steckst du mal wieder rein ins Pferdchen und nimmst dir was anderes raus. Ich meine, ich könnte auch so ein Dead-Eye machen, ne? So ein richtig übelstes Dead-Eye-Müschen. Okay, die greifen direkt an. Scheiße, Mann. Einmal nur den hier. Ne, ich bleib lieber mit der... Ich glaube, die Deckungsaktion ist beschissener, aber... So, immer mit der Ruhe. So, Nummer 1. Nummer 2. Ja, der Baum ist top, Mann. Der Baum ist eine gute Lösung für die Nummer. Oh, da bist du. Andere Richtung. Alter, nicht... Was macht er? Nein. Waffe wechseln. Verdammte Scheiße, ey. Dead Eye ging auch nicht gerade. Jetzt aber. Oh, O'Driscoll-Bande. Habe ich richtig hart verkackt gerade, ey. Komm, jetzt einmal hier. Immer wieder unser Ding, immer mit der Ruhe. Ist auch nicht gerade eine kleine Armee hier. Bam. Verpisst euch hier, Bastarde. Boah, es war knapp. Mein Dead-Eye ging nämlich nicht, weil es nicht aufgeladen war. Und ich da bin so Dead-Eye am Drücken. Oh, sind ein paar Dollar für uns dabei. Und diese Brücke hier, die haben wir jetzt wohl übernommen. Na, mal her damit, was ihr so in den Täschchen habt. Das war knapp, als der eine da stand. Und dann war das Auto-Aim, hat dann voll die ganze Zeit die anderen anvisiert. Hier gibt es nämlich Auto-Aim. In AC spiele ich ja quasi nur ohne Auto-Aim. Aber hier ist halt ein richtiges Auto-Aiming dabei, was auch gut so ist, ehrlich gesagt. Weil das ist mit der Playsee dann immer so eine Sache. Ihr wisst es ja selber. So. Rossi, komm rüber. Was? Wow. Das war aber darunter, dachte ich gerade, springt die Klippe runter kurz, ey. Ich dachte es wirklich. Und das war der, der flüchten wollte noch. Den wollen wir uns natürlich auch noch gönnen. Gärtchen? Komm ruhig hier rüber. Komm ruhig was näher. Ja, ich muss ja nicht da vorne am Hang aufsteigen, ne? So. Hier wird niemand vermissen, die O'Driscoll. Bande hier. Nimm dir einen Hut mit, ne? Kann ich mal einen mitnehmen von denen eigentlich? Geht das? Das wäre eigentlich ganz nice, ne? Easy. Da war einer. Ja, der hat keinen Hut. Schau mal. Easy now. Wo sind ihre Hüte? Verschwunden. Im Land der verschwundenen Hüte. Oh, den können wir eigentlich nehmen. Wir müssen mal ausprobieren. Räum nur den Weg frei, weil da können ja wer stolpern. Aber irgendwie können wir die Hüte nicht gönnen, ne, uns. Schade. Okay, dann kaufen wir uns halt ein. Ja, aber cool, wenn man seinen Hut verlieren kann, dass man dann auch den anderen aufsammeln kann, ne. Ordnung muss sein, genau, Niri. Guten
guten Rutsch. Ihr seid lustig. Und weiter geht's. So, Befreiungsaktion. Also der Spaß im Saloon, das war ja echt das geilste ever. Muss ich so, hab ich so gelacht, ey. Selten so eine lustige Mission erlebt. Und jetzt Strawberry. Wenn wir da lebend ankommen, nicht wieder überfallen werden oder so. Ich muss auch sagen, hier ist die Welt nicht so überfüllt wie in vielen anderen Games. Ich finde das cool. Hier ist überall was los, aber es ist nicht so, dass man denkt, das wäre irgendwie nicht realistisch oder so. Gerade ist direkt zu einem dabei. Da fliegen die Tiere, da sind kleine... Oh. Was war das denn? Hey, der lebt ja noch. Der ist Tor, oder war das sein Kompagnon? Das war ein Eichhörnchen, oder? Was ich heute platt geritten habe, ne? Das hat überlebt, glaube ich. Oder? Sind hier irgendwelche Eichhörnchenspuren? Nee, das ist weggelaufen noch, ne? Kurze Erschütterung und dann weitergelaufen. Ich glaube, es hat überlebt. Eichhörnchen mag ich gerne, ich will es nicht. Hey, this way! You gotta help me out here, mister. Can you? Please! Was? Der ist so ein Knasti. I've been on the run for days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. So how'd you end up like this? Just shoot the damn chains already, come on! Just shoot the chains off, please. I'm done for otherwise. Sind deine Chains da unten, oder was? Come on, do it! Enough. Oh! Oh, yes! Yes! Perfect! Ah, thank you. I got no money to give you, but I think I might got something even better. Some of the... Hey, what the hell? Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte ihn gerade markieren. Ach, verdammt, er wollte mir jetzt gerade was erzählen. Hey, sorry, Alter. Ich wollte... Ich hab die Waffe nicht weggepackt. Warte mal, vielleicht kann ich ihn ja... Er ist zu kurz, aber ich könnte den kriegen. Ja, ich muss noch näher rankommen. Mal gucken, wie schnell der ist. So? Das ist doch super. Okay, now. Watch yourself. Ey. Hat er Glück gehabt. Komm, lass ihn laufen. Der würde uns das jetzt eh nicht mehr mitteilen. Da du Heinz. Ja, war mein Fehler. Sorry, Leute. Tut mir leid. Habe ich mich verdrückt gerade. Ich wollte ihn markieren, weil das ist aber auch dieselbe Taste. Wisst ihr nur, ob ihr eine Waffe in der Hand habt oder nicht, macht den Unterschied. Deswegen immer vorher die Waffe aus der Hand nehmen. Das wird mir wahrscheinlich noch öfter passieren, ey, sowas. Weil, jetzt so eine Sache. Egal, wir haben ihn befreit. Wir haben was Gutes getan. Aber die Informationen haben wir jetzt nicht bekommen. Guck mal da. Können wir die eigentlich auch mit dem Seil fangen? Ein Schwarzhörnchen. Komm, Mulder, das so aus. Haben wir uns doch gleich Spaß gegönnt, ne? Yep. War das so geil. Der Kinomodus, ne? Sieht so cool aus. Wow. Wer zur Hölle?
kennen ihn, ist ja ein guter Punkt für einen Überfall. Also ein paar kleine Fails müssen wir sein, ne? Solche Fails lieben wir nicht, Walle. Das ist süß. Ja, jetzt nicht wieder, ne? Ich packe lieber den Knarrer weg. Hey there. Can I help you? Just taking a look. We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. Getting started on this site, but we should have some fine Big Valley lumber for sale very soon if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? Look at these dolts. There's not a brain between them. Listen, you got any supplies for sale? Food, medicine? I'm starting to run low. I can't spare anyone to go into town, not the way things are going. I'd be happy to pay premium for them. Na, warum nicht, ne? Komm mal gucken, ich will eine Möhre haben. Komm hier. Eine Möhre, kannst du hier haben, hier. Finde ich gut, ne? Kannst du hier. Aber verrat's keinem weiter, dass dir eine Möhre verkauft dabei, ne? Wenn das rauskommt, dann krieg ich Ärger, ne? Eine Zigarre kann er auch haben. Eine kann er haben. Hm? Ja, gefällt dir, ne? Ja, die Möhre vor allem, ne? Weiß ich. Ja, die Möhre sollte euch eine Weile immer Wasser halten. Auf jeden Fall. Appleseed Company. Oh, das gibt's das Protokoll hier. Oh, die Lageranfrage um meine Pfeife gebeten. Zigarettenbilder, eine neue Leidenschaft. Sehr schön. Wir müssen immer noch diese Pfeife organisieren, das vergesse ich auch jedes Mal. Und Raffnix, fettes Dankeschön an dich für deinen Twitch-Sub hier an dieser Stelle. Vielen Dank, willkommen im Club, mein Lieber. Willkommen im Club der Cowboys momentan. So, was gibt's denn hier noch? Hier können wir was klauen natürlich, aber wir wollen ja weiter. Aber ich finde es schön, dass wir die ganze Zeit hier entdecken, ne? Ich hoffe, das gefällt euch auch so. Boah. Ach, das war das falsche Pferd, verdammt. Ich habe außerdem das falsche Pferd genommen. Sorry, Leute. Ach du Scheiße, ich muss abhauen. Nee, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Lorossi! Komm zurück. Du warst doch noch bei den Holzfällern. Ach du Scheiße. Wieder so ein Fail, weißt du? Ich bin nichts ahnt so. Okay, jetzt müssen wir schnell los. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da kommt der Hund und beißt mir den Fuß. Verdammte Scheiße, Mann. Eskalativ. Wir müssen abbauen. Oh, die dürfen nicht wissen. Hier, da wäre ein beschissenes Pferd zurück. Alter, ey, das war... Das war ein weißes Pferd, weißt du? Ich habe nur kurz drum geschaut, erzähl euch so ein bisschen. Kriegt mir nichts Böses. Bevor sich Baum... Müssen wir natürlich gucken, ne? Dass sie uns nicht erwischen. Du musst euch bald auswandern, Sarazoi. Wie kannst du mich verwechseln? Rossi beschwert sich. Okay. Puh. Ging ja gerade nochmal gut. Dann hat sich das falsche Pferd gesetzt. Seid ihr verblüffend ähnlich, Rossi? Ach, schön, ey. Wir haben auf jeden Fall viel zu lachen hier auch immer zwischendurch, ne? Das muss man auch sagen. Ja, danke schön, ihr Süßen. Ich feiere das auch zwischendurch. Das kann ja mal passieren. Ich muss ja noch lernen, ne? Jetzt weiß ich auch, okay. A, Waffe aus der Hand nehmen und B, konzentriere dich, dass sie auf richtige Pferd sitzt. Auch wenn sie sich ähnlich sehen. Es muss nicht unbedingt deins sein. So, und jetzt sind wir hier im Ort, in der Ortschaft, in der wir hinwollen. Strawberry, Erdbeere. Schönes Öhrchen, ne? Ah, komm, wir parken mal eben hier. Ist doch so ein schöner Pferdepöller. Ich muss eben warten, Rossi. Die richtige Rossi. Okay.
Okay, jetzt können wir hier theoretisch uns erstmal umschauen. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte gerade. Da kriegen wir nämlich die ganzen Shops dann angezeigt. Hier ist das Hotel, alles klar. Gemischtwarenladen. Die Postmeisterei, ein Schlachter. Mutprobe. Postkutsche. Kriegen wir denn hier einen Hut im Gemischtwarenladen vielleicht? Wir haben noch ganz viel im Lager, hätten wir uns mal einen ausrüsten können. Wenn die ganze Zeit ohne Hut rum, ne? Aber der würde einem ja auch so schnell wieder über die... weggeschossen. Kannst du mir deinen Hut geben, sorry? Hey, scheint nicht so. Rempeln Sie mich nicht an. Dachte. Good to have you, mister. Have a look. You must travel a lot if you've made it all the way over here. Now grab some items for your camp. Coffee, hunting supplies, biscuits, canned items. All along the perimeter of the shop. Ja, Mann, der hat doch sowas. Let me see. Okay, da sind jetzt nicht so alle unsere Sachen drin, ne? Panama-Hut. Würde gerne mal sehen, wie die aussehen, bevor ich die kaufe hier. Kavalierhut, mhm. Vielleicht klappt es dann ja mit den Mädels. Bei Assassin's Creed läuft das ja doch ein bisschen besser, aber wie viele Hüte es gibt, ne? Nice. Staubmantel, den. Wir haben ja teilweise auch manche Sachen schon am Start. You gotta break some rules to run a proper shop. Ich will mal den Bulldogger-Hut ausprobieren. Cool. Folks come in for that all the time. Wichtiger Cowboy-Hut hier. Ja, der ist cool. Wollen wir uns noch eine passende Farbe zum Outfit? Der wird gar nicht. Ah, ja, der ist cool. Komm, nehmen wir so. Haben wir mal zwischendurch wieder einen neuen Hut, ja. So. Da hast du ja mal eine abgegriffene Schiebermütze organisiert. Ja, das ist, muss so. Also neu ist der nicht, ne? Den hat schon wer getragen vorher. Apparently those Blackwater Robbers are still on the loose. They got that whole town on lockdown. Cool. Gibt es echt jeden möglichen Kram wieder hier in dem Laden. Das Ding ist, wir haben ja noch einen anderen Hut. Mal gucken, im Lager können wir es nochmal austauschen dann auch. Aber für jetzt reicht der erstmal, oder? Ne? Ach, was wir für einen Spaß hatten, ey. Richtig geil. Und das ist Jay. Und da steht dann die nächste Mission an. Hier im wunderschönen Strawberry. Idiot, sagt der. Ey, die Leute werden aber auch immer verzogener. Was für eine Zicke, ey. Was für eine Zicke. Okay. Na, das kann ja was werden. Und ob wir Mika da aus dem Jail kriegen, aus dem Gefängnis? Uiuiuiui.